شوف مال اخي بارك الله فيك، ابو بكر رضوان الله عليه هات وتر قبيت فودي مشلاف قبيتت وندناتي قشلافن، عمر رضوان الله عليه هات وتر قبيت فشبيتت بس فور فجر، und beide haben den Propheten صلى الله عليه وسلم gefragt. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, du hast die Rukhsa angenommen, das heißt, du hast das Geschenk Allah سبحانه وتعالى angenommen. Und er hat gesagt, Umar, du hast Al-Azima genommen, das wird was Stärkeres und so weiter. Aber definitiv, Wuttergebet in der letzten Drittel der Nacht besser ist als am frühen Nacht, mit Sicherheit. Was, wie heißen die, wenn man jetzt Wutter betet vor dem Fajr, es heißt es Tahajjud? Nein, das heißt Wutter. Das bleibt. Schaut mal, Wuttergebet, Nachtsgebet, Qiyam al-Layl, alles, Tarawih, alles ist Wutr eigentlich. Alles ist unter Kategorie Qiyam al-Layl. Das wird ein Teil der Nacht betend zu verbringen. Wutr, weil das ungerade Zahl ist. Qiyam al-Layl, weil du in der Nacht betest. Tahajjud, manche Leute sagen, nein, Tahajjud ist was und Wutr ist das. Aber es gibt keinen Beweis, dass das so ist und das so ist. Auch wenn man sagt, im Koran gibt es das Wort Tahajjud und das Wort Salah, aber das ist Synonym. Wallahu ta'ala ala wa ala.